Ich begrüße euch in unserer illustren Kameradenrunde hier am Rande der Wüste vom Königreich Samadis, wo ja am Ende der letzten Folge nahezu eine große Katastrophe passiert ist. Der Heldenstern drohte über den Ruinen auf der Bakudaba-Düne niederzuknallen, ja? Doch dann erschien plötzlich am Horizont eine sinistre Gestalt, die den Heldenstern zerstört hat. Was es mit dem Stern nun wirklich auf sich hat, wissen wir nicht. Doch wir haben irgendwelche Worte entziffern können. Die konnte zumindest der gute Ro lesen. Und jetzt wollen wir fragen, ob der König von Samadhi etwas mehr darüber weiß. Und deshalb gehen wir zu ihm hier am Anfang der Folge von dem tollen Let's Play zum supergeilen, genialen Titel namens Drogenquest. Oder man Sugisari Hitokio Motomete. Weiter geht's, liebe Leute. So, und dazu müssen wir das Camp verlassen. Jawohl. Wir wollen noch nicht schlafen. Hätten zwar eine kurze Ruhepause uns verdient, aber wir heilen einfach mal rüber, dann geht das schon. Und ja, was ich vergessen habe, in der letzten Folge haben wir für den guten Greg eine Platin-Rüstung gemacht, die ihn gleich weitaus besser erstrahlen lässt. Wir haben auch versucht, für Xenia ein Göttinnen-Tiara herzustellen, das ging aber ein bisschen in die Hose. Da wirkte fast unser Level, unser Schmiedelevel zu gering, ja? Deshalb haben wir es gelassen und das verschieben wir auf später irgendwann. Müssen wir nochmal neu schmieden. So, jetzt jedenfalls geht's zurück in die Wüstenstadt nach Samadhi. Und dort erhalten wir dann hoffentlich ein paar neue Informationen über das, was auf dem Stern stand. Und dann natürlich auch über den Hammer. Wir brauchen nämlich den Schmiedehammer, um das Heldenschwert zu schmieden. Mit dem wir dann hoffentlich auch irgendwann den bösen König Urnoga richtig schön auswischen können. So viel zum Plan. Jetzt ist natürlich hier gleich alles viel harmonischer, ne? Die Angst ist weg, die Angst unter dem Stern zermalmt zu werden. Mal gucken, wie der König von Samadhi das aufnimmt. Ach, du meine Güte, dürfen wir nicht rein, ist wieder Nacht. Ja, natürlich, während der Nacht dürfen wir nicht hinein. Hätte ich doch mal im Camp geschlafen, wäre wohl besser gewesen. So, dann gehen wir halt hier noch einmal in der Herberge. Einmal unseren Kopf aufs Kissen werfen. So, hier. So, du Pimpf, lass mich mal schlafen. Wir übernachten hier. Einmal kurz übernachten und dann nochmal ausruhen. Wobei, jetzt müsst ihr eigentlich... jetzt sind der nächste Morgen angebrochen. Da müssen wir nicht warten, da können wir gleich hier nochmal hoch. Ja, immer noch nicht so wirklich hübsch hier, ne? Also der Himmel, wenn man guckt, Wolken durchzogen, immer noch regnerisch grau. Was ist mit der Hunde da? Hallo? Hündchen, was ist los? Mein Kleiner, du, ha? Huh? Mein Kleiner! Racker, du. Lass mal ihn mal kommen. So, jetzt dürfen wir auch rein hier, ne? Genau. Die große Pforte wird aufgeschlagen und dann schnurstracks gezielt gehen wir jetzt geradeaus zum König, oder? Ja, wir gehen dran. Das Schloss von Samadhi. Ist da ein Gelehrter hier unten? Der Angsthase von zuvor. Oh, also kurzzeitig wurden wir so bedroht von dem Stern. Ja? Und ja, das war furchtbar. Wir haben uns hier in ein Schloss zurückgezogen, um Nachforschung durchzuführen, Nachforschungen durchzuführen, um das zu entschlüsseln, was dort stand, die alten Schriften zu entschlüsseln, um natürlich über den Heldenstern etwas herauszufinden. Aber dass so ein großer Stern zur Erde fällt und dann im letzten Moment auch noch zerstört wird, das ist nicht normal. Das kann man sich kaum vorstellen. Dieses Ereignis muss eine Bedeutung haben. Natürlich habe ich auch Stolz, meinen Stolz als Gelehrter und möchte dieses Rätsel natürlich lösen. Na gut, dann mach du mal. Wir gehen derweil hier mal hoch. Und fragen mal ganz spontan, ob er was Näheres weiß. Ah, da seid ihr wieder, ihr beiden. Der Heldenstern wurde ganz plötzlich zerstört, in seine Einzelteile zerlegt. Und ja, wir haben uns ja Sorgen gemacht gehabt, aber Gott sei Dank seid ihr jetzt nun heile wieder zurück.
Ich habe alles von meinem Sohn Prinz Ferris gehört. Im letzten Moment, als der Stern drohte, die Welt zu zerstören, also auf die Welt zu knallen, und alle dachten, das war's, kam ein Erlöser und hat den Stern zerstört. Wir wissen nicht, ob es sich dabei tatsächlich um eine Gestalt handelt, die man als Erlöser bezeichnen kann. Aber wichtig ist das, was ich entschlüsselt habe, die Buchstaben, die dort standen, die alten Schriftzeichen. So viel wie ich gesehen habe, stand auf der Barriere, die den Stern umfasst hat, folgende Worte: Niseselfa. So wurde es darauf verzeichnet. Fällt Ihnen was zu den Worten ein? Niseselfa? Ich erinnere mich nicht. Diese Worte, die in den Heldenstern geschnitzt waren, der im Himmel flog. Das muss doch irgendwie eine Bedeutung haben, eine besondere Bedeutung. Da können wir wohl nichts machen. Wir haben noch die Aufgabe, den bösen König zu besiegen, Kudamno. Wir müssen uns beeilen und weiterkommen. Wie der da sitzt, ey. Egal, er sagt jedenfalls: Mein lieber Herr Ro, wir wollen natürlich mit aller Kraft, die uns noch verbleibt, eure Reise zur Niederschlagung des bösen Königs unterstützen. Oh, also, falls ihr irgendwann Probleme haben solltet, dann sagt mir bitte Bescheid. Dann werde ich euch helfen, sagt der Prinz. Ob das so verlässlich ist, weiß ich auch nicht. Ah, oh Mist, ich hab was vergessen. Ja, wir müssen ja noch den König fragen über den großen Hammer, den ja der legendäre Rouge damals besessen hat. Genau, das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir gekommen sind. Fragen wir ihn einfach nochmal. Ah, Kuran und Ru, was wollt ihr von mir? König von Samadhi, es tut mir leid, diesen plötzlichen Themenwechsel. Aber gibt es hier einen riesengroßen Hammer? Wisst ihr darüber etwas in diesem Königreich? Wir brauchen ihn unbedingt, um den bösen König zu besiegen. Er sollte in der legendären Zeit hier in Samadhi existiert haben. So viel wissen wir. Ein Hammer? Vielleicht handelt es sich dabei um den Hammer Gaias, der in der Königsfamilie überliefert wurde und immer wieder weiter tradiert wurde. Prinz Ferris, bitte bring den Hammer Gaias aus der Schatzkammer. Ach, sieh mal einen an. Wenn das nicht der Hammer ist, den wir gesucht haben. Oh, das ist er. Ja, genau. Das ist der Hammer, den Rush, der große Rush, gehalten hat. Und zwar in den Erinnerungsfragmenten, die uns der Lebensbaum gezeigt hat. Vater, ist es okay? Normalerweise wollten wir diesen Hammer doch beim nächsten Ferris Cup verkaufen, und zwar an einen reisenden Händler. Das war doch der Plan gewesen, nicht wahr? Diebe mit ihrem Verkauf von Relikten. Du Idiot! Nun schweig doch endlich! So viel hättest du nicht sagen müssen. Kudando, der Hammer Gaias ist ein wertvoller Schatz, der seit der Zeit meines Großvaters hier im Königreich Samadhi weitergegeben wird. Aber jetzt bist du der einzige Held, der es vermag, den bösen König zu besiegen. Wenn du ihn brauchst, dann bitte nimm ihn. Und damit haben wir auch Gaias Hammer gekriegt. Na sowas, ist das nicht fantastisch? Wonderful, super, super. Den Legenden und Überlieferungen zufolge soll in diesem Hammer die Kraft der Naturgeister der Erde wohnen. Von Gaia, ne, dem Erdnaturgeist. Oder den Geistern. Wir wissen ja nicht, wie viele hier existieren. Wenn du ihn nutzt, kannst du jedes Material, Mineral, jeden Rohstoff schmieden, sagt man sich. Also bitte, gebt euer Bestes auf eurer Reise zur Niederschlagung des bösen Königs. Ich erwarte die guten Nachrichten von euch.
So. Jetzt haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Den Hammer haben wir. Und damit den zweiten Meilenstein auf unserer Reise zur Wiederherstellung des hellen Schwertes sozusagen abgehakt. Als nächstes müssen wir dann wahrscheinlich zurück nach Humula, ne? Jenem Ort, wo die heißen Quellen uns erwarten und der Ort, der am Fuße des Vulkans liegt. Und der Vulkan ist ja, soweit ich mich erinnere, jener Ort, wo das Schwert dann letztendlich geschmiedet wird. Wo dann die Schmiedebank wahrscheinlich auch ist. So, wir verlassen vorerst einmal das Schloss und gehen hier zum Eingang der Stadt. Ach, guck mal, da erwarten uns noch weitere Informationen und eine Quest. Wir fragen erstmal die Kinder, was die hier zu sagen haben. Ne? Hier sagt zum Beispiel dieser Junge, der Hellenstern ist zerstört. Heißt das, der legendäre Held kann nicht mehr wiederbelebt werden? Wenn er nicht wiederbelebt wird, dann gibt es niemanden, der den bösen König besiegen kann. Was machen wir nun fortan? Der Stern ist zerstört. Sag mir, großer Bruder oder mein Herr. Was heißt das? Wer war das, der ihn zerstört hat? Hat ihn jemand kaputt gemacht? Ja, sagen wir. Ah, ist das normal, dass er zerstört wurde? Dann müssen wir ja keine Angst haben. Von wie er Angst haben muss? Guck mal, ein Gelehrter. Und bitte, mein Forschungsgegenstand ist zerstört. Ich bin Astrologe und habe den Stern erforscht. Und mein Erforschungsgegenstand war der Hellenstern, der jetzt plötzlich seine Gestalt verloren hat und verschwunden ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Was ist los? Aber als ich gesehen habe, wie meine befreundeten Forscherkollegen aus der Wüste Fragmente des großen Sterns dort gesehen haben, ja, da hat es mich ja fast erwischt, ja. Um meine Forschung weiter fortzuführen, brauche ich ein Fragment vom großen Stern. Und ja, das Problem ist nur dort, wo der niedergefallen ist, niedergestürzt ist, sind so viele Monster. Und für mich ist es zu gefährlich, dorthin zu gehen. Deshalb bitte ich dich, mein Reisender, kannst du an meiner Stelle dorthin reisen und versuchen, Fragmente vom großen Stern zu finden. Und davon müssen wir jetzt 3 Stück finden. Er bittet uns darum, sie zu suchen. Wir nehmen die Aufgabe einfach mal an. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Und ja, meinen Forscherkollegen zufolge sollen große Fragmente vom Stern in der Wüste liegen. Falls du sie findest, bring sie zu mir. Darum bitte ich dich jetzt. Na gut. Dann nehmen wir mal hier die Aufgabe an, die heißt Kyose no Kakero, also auf der Spur der riesengroßen Sternfragmente. So. Machen wir das noch in dieser Folge? Die Folge nähert sich ja so langsam, aber stetig dem Ende zu. Wir haben ja den großen Hamagayas, aber ich glaube, jetzt wo wir die Quest auch angenommen haben, jetzt wollen wir die auch erledigen. Ne, das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. Als unsere letzte gute Tat. Komm, Pferdchen rufen wir herbei. Und dann reiten wir da einfach nochmal hin. Hier vielleicht schon... Nee, das ist ein Monsterknorn. Brauchen wir nicht, haben wir eben schon ein paar eingesammelt. Was wir brauchen, sind jetzt Sternfragmente. Die finden wir wahrscheinlich rechts auf der großen Bakuraba-Düne. Nun reiten wir hier eine große Pirouette herum um den Felsen rechts und dann hier hindurch. Und jetzt müssen wir natürlich die Augen offen halten, ob hier irgendwo was funkelt. Ah, da hinten. Ist das vielleicht sogar schon ein Fragment? Oh, die großen Kreaturen erwachen. So, das war auf jeden Fall nicht das, was wir gesucht haben. Die Frage ist natürlich, ob die hier tatsächlich nur rumliegen oder ob wir dazu Gegner besiegen müssen. Kann natürlich auch sein. Erforsche einfach mal die Ränder hier.
Wüstenränder sozusagen. Oh, hier geht's tief hinab. Da dürfen wir jetzt bloß nicht runterstürzen. Aber ich sehe nichts. Da oben sind aber Gelehrte, die nun gerade die vermeintliche Absturzstelle der Fragmente durchsuchen hier. Beziehungsweise hier ist einer, der forscht. Reden wir mal an. Also, wir untersuchen hier, was hier mit dem Bakuraba-Düne, was mit der sich auf sich hat und den Zusammenhang zum hellen Stern. Und irgendwie scheint auch hier in den Steinsäulen eine sonderbare Muster und alte Schriftzeichen eingefräst zu sein. Heißt es, das hat etwas mit dem, diese Muster haben etwas mit dem Niederprall des hellen Sterns zu tun? Ich muss da mal weiter untersuchen. Hätte mir mal sagen können, wo ich hier Fragmente finde. Hier sehe ich gerade wirklich gar nichts. Das muss aber hier gewesen sein, denn er ist direkt über unseren Köpfen zerstört worden. Ich bekämpfe einfach mal das Viech hier. Zack, komm her. Ein Wyvern-Dog. Dürfte eigentlich nicht so schwer sein, das Teil zu töten. Muss ihn halt nur treffen, ne? Zack, einmal raufgehauen und schon ist der olle Sack tot. Da gibt's aber nichts für uns. Also da muss ich mich nochmal etwas erkundigen scheinbar. Wie ich denn hier Fragmente kriege? Haben wir denn, wo hatten wir nochmal den Questlog? Hier sind die ganzen Aufzeichnungen, aber hier haben wir nicht die, doch hier Questlist. Hier haben wir so viele noch angenommen und nie erfüllt, ne? Da müssen wir auch nochmal ran. Hier, da wäre das gewesen, ne? Also wir sollen ihm Fragmente des großen Sterns bringen. Wir sollen also in der nördlichen Wüste, in der Wüste im Norden von Samadhi suchen und dort dann Fragmente finden. Shinka no Hiseki. Sollen wir finden. Wir sind doch im Norden hier, ne? Ja, ganz genau, da sind wir. Ich sehe aber nichts. Den ich so versteckt. Da ist was! Aber das ist, Sandfrüchte waren das. Da vorne liegt was, aber das sind wahrscheinlich wieder Monsterknochen. Genau. Müssen wir so einen Apparat nochmal vernichten, oder wie? Können wir gerne machen, kein Problem, aber ich glaube ja nicht, dass der für uns die Dinger birgt, die Fragmente. Ach, ich gehe mal auf das Spezialfertigkeiten, das brauche ich gar nicht. Auf Zauber wollen wir. So, komm her. So, jetzt darf er einmal angreifen. Beziehungsweise mehrfach. Er greift ja immer gerne dreifach, vierfach an. Und nochmal. Macht uns gar nichts. Und jetzt töte ihn bitte. Immer noch nicht. Meine Güte. Müssen wir jetzt die Angriffsphase wieder aussitzen. Jetzt erwischen wir natürlich mit Martina nicht, weil sie geblendet wurde durch den Sandsturm. Aber der Kampf endet auch so. Ach, guck mal. Ein gelbes Juwel. Das ist aber nicht das, was wir suchen. Da frage ich mich natürlich jetzt, wo wir die Fragmente finden. Wenn die so hier nicht liegen,
Dann müssen die noch woanders sein. Muss ich etwa ganz nach Norden? Da vorne sehe ich was. Beim Insektennest etwa? Wo wir den großen Skorpion einstmals besiegt haben? Das wäre vielleicht möglich. Hier unten sehen wir nichts, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ah, jetzt hänge ich hier gleich fest mit dem Pferd. Das wäre ein mittelgroßes Drama. Wir gehen noch einmal kurz hier durch den Insektenbau. Hier warten jetzt wirklich keine großen, gefährlichen Monster auf uns. Aber vielleicht finden wir hier die gesuchten Fragmente. Ein Wyvern-Dog, der uns da im Weg liegt. Aber dann machen wir ganz schnell kurz den Prozess. Mal hoffen, dass ich ihn erwische. Ah, nee, da ist natürlich die Rate sehr gering. Alter, ich gehe immer darauf, ey. So. Den werden wir jetzt mal ganz schön mit einem Schlag vom Feld fegen. Genau. Jetzt ist er dran. Kann man eigentlich rausschlagen, ne? Der kann uns jetzt nicht wirklich viel Schaden verursachen. So. Monster besiegt. Wir können weiter. Und zwar hier lang. Immer mit wachem Auge natürlich darauf achten, dass wir hier nicht irgendwas übersehen. Hier ist wieder so ein kleiner Naturgeist. Na, da vorne glänzt was. Aha. Da, ein Fragment des großen Sterns. Das ist es, was wir ihm bringen sollen. Und ein Yellow Eye haben wir hier. Ich würde sagen, einfach mal Rudandus Lula rausholen und nach Sabadi befördern. Wo haben wir es denn? Da, komm, zack. In die befestigte Burgstadt von Sabadi flattern wir nun empor. Geschwind wie der Wind und noch viel schneller. Durch die Ladezeit. Versteht sich von selbst. Ja, das ist eine sehr hartnäckige Ladezeit. Aber auch die können wir über uns ergehen lassen. So. Und jetzt wollen wir auch die Quest abliefern. Das sollten wir öfters mal machen. So ein paar Quests müssen wir auch noch erledigen. Dann kriegen wir noch ein paar schöne Rohstoffe, um bessere Ausrüstungsgegenstände zu machen. Aber wie gesagt, ich habe das gleich schon öfters betont. Ich habe immer Angst, damit den Storyverlauf so ein bisschen zu unterbrechen. Aber wie dem auch sei, er sagt jetzt, ich bin noch nicht auf der Stufe, dass ich jetzt hier irgendwelche Hypothesen aufstellen kann. Ich müsste noch einmal ein paar Fragmente vom großen Stern untersuchen. Dann könnte ich vielleicht ein wenig was hier aus zusammentüfteln, ne? Oh, da bist du ja. Und hast du vielleicht reisender Fragmente für mich gebracht? Ja. Geben wir ihm. Oh, vielen Dank. Also dann werde ich mich direkt darum kümmern und die untersuchen. Das ist doch... Ich verstehe. Diese Fragmente, da sind Muster uralter Siegel, die die Menschen damals benutzt haben, drauf. Spuren davon. Ich habe keinen Zweifel, dieser Stern, der als Heldenstern bezeichnet wird, ja? In ihm birgt sich die große Kraft des Helden. Sie ist darin versiegelt gewesen, zweifelsfrei. Aber was sind das für Sachen, die dort drauf eingefräst bzw. eingemeißelt wurden? Die an einen, an Leute aus der fernen Zukunft, an die gerichtet waren. So steht es hier geschrieben. Ja? Also Sachen, die an uns wahrscheinlich, ne? Wir sind ja aus der fernen Zukunft, das ist ja von einstmals dieser Stern.
Heißt das etwa, die Kraft des Helden sollte der Zukunft überliefert werden? Ich muss noch viel mehr in Erfahrung bringen. Es ist sehr interessant, das Fragment, was du mir gebracht hast. Vielen Dank dafür. Und ja, nimm das im Namen meines Dankes. So, jetzt haben wir noch ein paar Steinchen hier gekriegt. Und das sind Rohstoffe, die wichtig sind für den nächsten Schmiedegang. So, Quest ist abgeschlossen, meine lieben Leute. Und ich gehe nochmal speichern. Verabschiede mich aber diesmal vor der Kirche, da wir ja das nächste Mal weiter müssen. Und zwar nach Homla, soweit ich weiß. Na, da geht's als nächstes hin. Und bis zur nächsten Folge könnt ihr mal schön kommentieren und liken. Ich freue mich auf euch. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.